Kein Grab bleibt auf Dauer verschlossen. Der Bote des Schöpfers, der Engel, ruft unsere Verstorbenen zu Auferstehung, Leben zu Gott. In ihm werden wir in Frieden leben. Er wird alle Tränen trocknen. Bei ihm zählt nicht Rasse oder Sprache, Geschlecht, Alter oder Volk. Bei ihm gilt nur das liebende, vergebende Herz. Liebe Angehörige, liebe Landsleute, verehrte Gäste, wenn wir heute in dieser Bestattung teilnehmen, beenden wir eine dreijährige Wartezeit mit ungewissem Ausgang, dafür aber mit einem guten Ende. Am offenen Grab stehen wir nun vor einem Sarg mit den gefundenen Überresten von 12 Männern, die vor 67 Jahren unter traurigen Umständen ihr Leben verloren. Gleichzeitig gedenken wir auch 5 weiteren Personen. 2 sind in Polnach beerdigt, 3 konnten die Identität leider nicht mehr festgestellt werden. Alle 17 Männer wurden zusammen nach dem Kriegsende Mitte Mai 1945 verhaftet und in einem Behelfsgefängnis in Dobrenz festgehalten und gefoltert worden, bis sie schließlich unter mysteriösen Umständen um ihr Leben gekommen sind. Es grenzt schon an ein Wunder, dass es uns gemeinsam gelungen ist, die sterblichen Überreste der Vermissten zu finden. Durch den erfolgreichen DNA-Abgleich mit den Angehörigen war es möglich, 12 Personen zu identifizieren. Die Männer haben ihre Identität wiedererlangt. Nun haben wir ihre Namen in diesen Grabstein eingraviert und wollen uns in Würde von ihnen verabschieden. Die Männer dürfen in ihrer Heimat ihre letzte Ruhe finden. Dort, wo sie viele Jahre ihres Lebens ihren
sterben. Ich hoffe und wünsche, ich glaube fest daran, dass uns der heutige Tag ein kleines Stück auf dem Weg der Versöhnung weiterbringt und damit das gegenseitige Verständnis unserer beiden Völker größer wird. Unsere gemeinsame Zukunft liegt in diesem so oft geschundenen Europa, in dem wir in Frieden zusammenleben wollen. In diesem Sinne möchte ich im Namen aller hier versammelten Angehörigen und auch im Namen derer, die heute nicht anwesend sein können, einen Kranz niederlegen. Ruhet in Frieden, eure Seelen haben den Allmächtigen schon vor langer Zeit erreicht. Současně vzpomínáme na dalších 5 osob, 2 z nich jsou pohřbeny v Polné. Určí se bohužel nepodařilo zjistit jejich identity. Všech 17 mužů bylo po konci války v polovině května 1945 zatčeno, drženo v provizorní věznici v Dobroníně a ukončeno. Nakonec přišli všichni za mistrovství okolností Božího. Je to z toho zázrak, že se nám společně podařilo ostatky těchto postrádaných mužů najít. Pomocí úspěšného srovnání DNA bylo možno celkem 12 osob identifikovat. Tyto muži tak dostali zpět svoji identitu. Jejich jména jsme nechali vyrýt na tento náhrobní kámen a chceme se s nimi důstojně rozloučit. Tito muži nalézají teď místo svého posledního odpočinku ve své domovině. Tam, kde prožili mnoho let svého života se svými rodinami a kde byly tyto rodiny ze dne na den roztrženy. V důsledku strašlivé války museli tyto muži zemřít násilnou smrtí. Doufám a přeji si, pevně věřím, že nás dnešní den posune na cestě ke smíření a že oboustranné porozumění obou našich národů bude ještě větší. A že společná budoucnost je v této tak často zmíněné Evropě, kde chceme spolu žít v míru. V tomto smyslu bych chtěl jménem všech zhromážděných příbuzných, jménem těch, kterým zde dnes přítomně nemohli být, položit věnec. Odpočívejte v pokoji. Vaše duše dorazily k všemohoucímu už před dlouhým časem. Die sterblichen Überreste liegen nun hier in geweihter Erde, nur wenige Meter entfernt von unserem Grab, in dem viele hundert Deutsche liegen. Sie alle haben ihre letzte Ruhe gefunden. Gott hat sie, so denke ich, durch ihren gewaltsamen Tod zu sich genommen. Ihr die Kinder, die Freunde, die Enkelkinder, ihr trauert heute besonders. Und ich denke, dass diese Stunde hier und in der Kirche vieles in euch aufgewühlt hat. In uns. Und so wünsche ich euch Kraft und ich wünsche euch Trost.
Nehmt die Kerze, die vorhin gebrannt hat, mit heim und denkt an diese Stunde, die letztlich nur dem Frieden dienen soll. Gott segne eure Wege, wo ihr auch geht und fahrt. Er segne uns alle. In Liebe denken wir an euch, die ihr uns über den Tod hinaus noch teuer seid. Im Glauben wissen wir um ein Wiedersehen mit Gott. Euch allen, die ihr geholfen habt, diese Feier mitzugestalten, ein herzliches Danke. Es hat gut getan. Wir alle leben in der Hoffnung, dass dieses Sterben uns alle zu Frieden mahnt und zur Versöhnung. O Herr, gib ihnen und allen verstorbenen christgläubigen Seelen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie alle ruhen in deinem Frieden. Amen. Uh-huh.